Ein freundliches Grüß Gott von eurem Andi. Heute endlich mal wieder mit einem neuen Teil von GTA 5. Das habe ich jetzt schon lange ein bisschen vernachlässigt. Heute auch der erste Teil, wie man vielleicht vornherein gesehen hat, mit der mehr oder weniger Warnung. Dadurch bin ich nämlich auch endlich in der Lage... Ja. Genau. Genau, dadurch bin ich endlich in der Lage, diese +18-Beschränkung mal rauszulassen. Bisher für die Videos extra hatte. Ich weiß schon gar nicht mehr genau, was ich beim letzten Mal gemacht habe. Dazwischen kamen jetzt natürlich auch einige GTA Online-Videos. Geht's einfach mal direkt zum nächsten. Nämlich hier bei... mir fällt schon der Name nicht mehr ein. Soweit ist es schon gekommen. Erstmal gucken wir jetzt. Jetzt hat sich erstmal der Tag vorgestellt. Das ist auch schön gemacht. You're a racist. What? What? You don't like me because you think that I am an Arab. What? No. What are you talking about? Excuse me. Wait. That boy. I am his mentor. I am so proud of you. What do you mean, a mentor? Don't worry about that. Okay, so what you got for him? James DeSanta. Some kid. He is already late on his payments, and I have this bad feeling that he will do more damage to the car than we can get back from him in the exorbitant interest rate payments, huh? Just go and get it. The house is on Hampstead, off Eclipse. It's an SUV. Huh? Some Rockford Hills daddy's boy nonsense. Don't worry about it. Try to bring the car back in good condition, huh? I got you. Don't worry about it. It's so good to see you, my boy. Hey, good luck in law school, huh? So, Mr. Kenneth, where are we at? Ah, jetzt lassen wir die mal hier in aller Ruhe weiterlabern. Jetzt müssen wir zu einem gewissen Mr. DeSanta. Aber zuerst nochmal darauf zurück, wie sich der Tag verstellt hat. Das war das Schöne. Missionen, die zu bestimmten Tageszeiten stattfinden. War bis GTA 4 so, da musste man auch wirklich zu einer bestimmten Uhrzeit hier erscheinen. Konnte die Mission vorher auch gar nicht antreten. Jetzt haben sie es wenigstens so gemacht, dass man die Mission gleich machen kann. Aber eben, dass sich der Tag nebenbei so verstellt, macht es doch um einiges angenehmer. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier mit... Anruf. Hey, did you change your mind? When I discover that you betray me, perhaps. I hear you took the bike for yourself, my employee of the month. Listen, man, me and Lamar was gonna get that back to you, dawg. Oh, I am sure. You will get this car off the daddy's boy, and then we talk. Insurance papers say they have a locked garage, so you'll need to gain access from inside the house. Man, it's never easy with you, is it, Simi? Do not talk to me about easy, you thief. Schön, vor aller Welt macht er freundlich, aber hintenrum ist er ein Arsch. Danke. Gut, da vorne sind wir schon am Ziel. Ist auch so ein bisschen Schleich-Action an. Gucken wir mal. Hier sind wir richtig. Finde einen Weg in das Haus. Und einfach durch die Haustür reingehen. Aber schauen wir mal, sieht man von hier aus was? Ja. Weißt du auch einen ganz guten anderen Weg? Ja. Weil das Haus. Kann man vielleicht noch ein bisschen näher kennenlernen. Aber ich habe schon so eine Ahnung, wo ein guter Einstieg ist. Irgendwie, es ist jetzt reiner Zufall. Das ist die. Ja. Passiert halt mal. Gucken wir mal, ist da jemand? Sieht so aus. Da rechts jemand. Sieht auch nicht so aus. Rein da. So, dann schleichen wir mal. Ist niemand? Nö. Das dauert jetzt halt alles seine Zeit. Denn Franklin ist ja langsam. Oder um zu schleichen, muss man langsam sein. Ah, schöner Springboden.
rettet denn keine Sau? Ich hab erstaunlich. Na, um auch ein Fenster zu erreichen. Okay. Wenn jetzt natürlich alle außer Haus wären, dann wäre es ja billig. That's just because you have a massive gaper, bitch! Fucking homo, you're dead! Dad! He said I had a massive! Jimmy called me a bitch! Kann man jetzt rein oder kann man nicht rein? Oh. You tried to knife attack me? Gleich mal jemanden lautlos ausschalten, ist doch besser, dass dein fucking idiot! Oh, sieht man nach Call of Duty oder ähnlichem aus? Allerdings ein sehr heftiges Call of Duty. You're a waste of semen, bitch! Die, okay, die dreht mir auch den Rücken zu. Oh my god, seriously? My brother is such a homo. I think he has a medical problem. Ja, ja, ja. Like, more medical problems than the ones he's already been diagnosed with. Hört sich nach einer extrem netten Thank Familie you, an. Coach. You're a real pro, Mrs. DeSanta. A real pro. Uh-huh. You're a great student. Now just loosen up those hips. Okay, like this? Yeah, loosen them up. There you go. And follow through. Perfect. Oh, okay. I think I'm getting it. Uh-huh. Klar. Ich glaube, das dürfte das Auto sein. Steck mal ein. Ging doch alles richtig easy. Ohne Probleme. Ups. Ja gut, ist ja nicht mein Wagen. Lalalala. Alles toll, alles klasse. Hey Simeon, I got the ride, man. I'm coming back. Yeah, if you actually bring the repossession to me this time, I can have it back out on the street before the day is done. Es zoomt heran, was? Ah! Ja, guten Tag. That's a 9mm semi-automatic pushed against your skull. Well, look around. You just keep driving where you're going. Hey, come on, man. This was a repo job. Guy was behind on his fucking note. Unlikely, considering my son just got the car. And looking at the way you're going about this, my guess, you're working a credit fraud. A credit fraud? Be serious, dude. I just worked the fucking repos. I appreciate a kid who follows orders without taking responsibility. Yeah, maybe one day we'll have a beer, and I'll explain how the world really works. Who gives you the slip? A car dealer, dawg, by the name of Simeon Yateri. So this businessman, he look legit to you? Look, man, it's just between him and your fucking son. Don't worry. Me and Mr. Yaterian, we'll work this out. Ja, hab mal ein bisschen hin und her geswitcht. Das Problem ist, ab und zu muss ich mal auf die Straße achten. Ich glaube, jetzt sind sie mit ihrem Gelaber fertig. Jetzt können wir da hey, mal... Hey, man. It's Jess up here. Okay. Stop the car. Pull up. Machen wir mal. Okay. Noch ein bisschen vor. Ah, jetzt. That the place? Yeah, that's the place, man. Oh. Drive into it. Right through the fucking window. And fast. Or I'll put two rounds in the back of your skull and do it myself. Man, you can't be for real. I look like a fucking joke to you. Man, fuck my life, man. Fuck. Bomb to be wired! You got this gun to your Kinda. Head. Shit! Franklin! What the fuck are you doing? Mr. Samuel, it's not exactly how it looks. I always trump big for a job well done. Now get out of here, kid. You motherfucker!
Oh, jetzt lernen wir auch gleich mal das Kampfsystem kennen. Mit L2 kann ich anvisieren. Oh, wenn ich Viereck drücke im richtigen Moment, beziehungsweise es lohnt sich auch hier Dauerdrücken zu machen, dann kann man ausweichen. Was ist da noch? Kreis zum Schlagen. Zack. Und X zum Treten. So, und jetzt machen wir mal fertig. Juhu! Na, der hält aber lang durch. You recognize this car? Huh? Does it look like it's worth $5,000 a month to you? You fucking racist! I'll tell you something. This thing's gonna need some serious bodywork before it's worth $5,000 a month. He agreed to financing. I have his signature. Yeah. Did he agree to have some punk break into my fucking house? I don't know. That kid might be a fucking idiot. But you are a fraudulent scumbag piece of shit. Ugh. Don't make me have to come back here. Wow. Das war mal sozusagen bester Bud Spencer-Manier. Tipp verhauen und jetzt sind wir auch bei Michael. Hier in dem Grünen, was hätte ich denn da noch machen sollen? Na gut, auf jeden Fall ist die Mission geschafft. Ich sehe gerade automatische Speicherung ist ausgeschaltet. Da muss ich mal nachher einschalten. Es ist jetzt möglich, zwischen Franklin und Michael zu wechseln. Das wird nicht angezeigt. Nur Steuerkreuz nach unten drücken und kann entsprechend von runterschalten. Die Zahlen, die unter ihren Köpfen sind, die stehen dafür, wie viele Missionen verfügbar sind. Sobald man wechselt, macht es diesen Zoom aus dem Bild raus und einen Zoom in das Bild rein vom anderen. Der mittlerweile was ganz was anderes gemacht hat. Say again? How the fuck we get fired? Man, it was partly all that bullshit you pulled. And partly the repo's old man making me crash the car into the dealership. Ha! You the crazy ass motherfucker in this partnership. You better spend him while you got him. Yeah, if you say so. Da sind wir jetzt zum Beispiel gerade mitten reingeplatzt. Hobbys und Zeitvertreibe sind nun verfügbar. Wir sind hier jetzt auch nicht weit weg von Franklins Haus, sehe ich gerade. Weil, ich weiß gar nicht, ob das jetzt platziert ist schon. Das wurde mir ständig angezeigt, weil ich ja dann auch mein, meistens über den Story-Modus in GTA Online gehe. Ich glaube, das haben wir übersprungen. Nämlich? Ne, wurde doch nicht übersprungen. Da kommt noch was. Ist eigentlich Franklin demnächst hier noch einen Anruf bekommen? Apropos, sein Auto steht wieder hier. Wie geht denn das? Blödes, unrealistisches Spiel. Ja, aber jetzt, was haben wir denn? Franklin hat ein großes grünes M. Normalerweise sind die Missionen auch entsprechend farblich angezeigt. Der Franklin hat hier unten auch eine Garage. Hat er die Garage schon immer? Ich glaube, bin ich gerade ein bisschen überfragt. Er hat auch noch ein Fragezeichen. Fremde und Freaks. Irgendwelche Nebenmissionen. Aber ich glaube, dieses M, das hatte auch der Michael. Und da der ja sowieso jetzt wahrscheinlich auf dem Weg nach Hause ist, wäre es gut möglich, dass wir da jetzt gleich reinsteigen. Aber, nö. Weit sind wir nicht gekommen. Kann ich mir jetzt eigentlich das Auto wieder nehmen? Ah ja. Nehme ich mal das Auto wieder. So. Easy. Oh, aber lenken tut's nicht gut. Hat es einen Platten? Und ich war vorhin damit einfach nicht schnell unterwegs, das kann auch sein. Ui. Aber ich merke gerade, was? Verschiedene Ereignisse? Da ist irgendein Ereignis hier an der Straßenecke. Das kommt auch ab und zu. Ich würde mal. Aha. Dann verfolgen wir den nochmal und hauen vom Motorrad runter. Wenn er nicht gerade zu schnell wäre. Das sind halt so kleine Ereignisse, die quasi nebenbei stattfinden.
kenne ich schon gar nicht mehr aus GTA Online. Das ist. Ei! Ich hab ihn fast. Ach komm! Ah, verfolgen wir jetzt einfach ein Weilchen. Mensch, der Jimmy könnte sich nächstes Mal auch ein besseres Auto kaufen. Kein Wunder, dass es so billig war. Jetzt hole ich ihn aber. Weh, du biegst ab. So. Lebt er noch? Oh, das Geld liegt aber weiter hinten. Wo das Geld auf den Straßen liegt. So, theoretisch, wenn ich jetzt noch nah genug bei der Frau gewesen wäre, hätte ich das Geld auch zurückgeben können. Allerdings scheinbar bin ich jetzt doch zu weit weg von ihr. Bedeutet, das Geld behalte ich jetzt einfach mal für mich. Oder kann ich da jetzt zurückfahren? Erstmal müsste ich gucken, wo ich überhaupt hergekommen bin. Ich glaube, das war da irgendwo. Schauen wir mal. Boah, ist hier ein Verkehr hier. Waschau. Fahren konnte ich auch mal besser. Aber man verzeiht es mir hoffentlich, die Aufnahme ist von Montag, also von vorgestern. Da war noch nicht so schönes Wetter. Beziehungsweise war schönes Wetter, aber nicht so angenehm kühl, wie man es erhoffen würde. Ich glaube, ich habe mich verirrt. Ach komm, dann lassen wir es jetzt. Behalten wir das Geld. Und gucken mal, dass wir jetzt endlich mal wieder zu Michaels Haus kommen. Ich glaube zumindest, dass die Mission da war. Der Weg hier sieht gut aus. Auch wenn mir der gerade völlig unbekannt ist. Irgendwo wird doch hier das Haus stehen wollen. Oh. Ja. Boah, Alter, das liegt ja gar nicht. Puh. Das ist echt eine Schrottkarre. Eigentlich hätte ich die schon längst abgeben müssen. Beschleunigt auch nicht richtig. Aber vorne steht noch nichts quer, oder? Ich glaube, das ist ein normaler Reifensturz. So, da oben scheint mir das Haus zu sein. Genau. Sieht gut aus. Back at home. Und das Auto. Ah, da steht ja. Oh, da steht vorhin das Auto noch. Also eine schöne Speicherung hat das Ding. Das ist Michaels Unterschlupf. Hier kannst du Fahrzeuge speichern, indem du sie in der Garage parkst. Das Auto kommt definitiv nicht in die Garage.